Check, check, check. Wir rufen jetzt 033 203 385 10 0 1. Herzlich willkommen beim eBay Kundenservice. Danke, dass Sie eBay kontaktieren. Wie viele von Ihnen auch, arbeiten wir mit Nachdruck an den Herausforderungen, welche die globale Coronavirus-Pandemie mit sich bringt. Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben für uns höchste Priorität. Das bedeutet leider aktuell, dass unser telefonischer Kundenservice nur eingeschränkt erreichbar ist und es zu längeren Wartezeiten kommen kann. Wir werden für Sie den gewohnten Kundenservice so schnell wie möglich wiederherstellen. In der Zwischenzeit empfehlen wir Ihnen unsere Hilfeseite zu besuchen. Sie finden diese unter www.ebay.de/Hilfe. Fast alle Fragen können hier beantwortet werden. Hier finden Sie auch alle Informationen darüber, welche Maßnahmen wir in der aktuellen Situation ergreifen und wie wir Sie unterstützen. Unsere Verkäufer informieren wir über unser Soforthilfeprogramm und den Schutz Ihres Service-Status im Verkäuferportal. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Sagen Sie bitte Ihren einmaligen Passcode oder geben Sie diesen über die Tastatur ein. Oder sagen Sie, ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Wir können ohne den Passcode fortfahren. Wir können Ihnen beim nächsten Anruf jedoch schneller behilflich sein, wenn Sie uns einen einmalig gültigen Passcode mitteilen können. Sie finden den einmalig gültigen Passcode, wenn Sie oben auf der eBay-Webseite Hilfe wählen. Nennen Sie mir bitte in einigen Worten den Grund Ihres Anrufs. Sie können zum Beispiel sagen, ich benötige Hilfe beim Einstellen eines Artikels. Oder wie kann ich meine Zahlungsmethode ändern? Passwort vergessen. Alternative Identitätsprüfung. Okay, Hilfe zu Ihren Zugangsdaten. Abschließend benötige ich zur Bestätigung Ihres eBay-Kontos Ihre Postleitzahl. 47798. Ich habe Ihr eBay-Konto jetzt gefunden. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben oder sich nicht in Ihr eBay-Konto einloggen können, können Sie Ihr Passwort ändern. Wählen Sie dazu oben auf der eBay-Startseite Einloggen. Wenn Sie aktuell in Ihrem Konto eingeloggt sind, müssen Sie sich erst ausloggen und dann wieder Einloggen wählen, um die Option Passwort zurücksetzen angezeigt zu bekommen. Sie können Ihr Passwort auch zurücksetzen, indem Sie oben auf der eBay-Startseite Hilfe wählen und dann nach Passwort zurücksetzen suchen. Um diese Informationen erneut zu hören, sagen Sie bitte wiederholen. Wenn Sie alle nötigen Informationen erhalten haben, können Sie jetzt auflegen. Für weitere Unterstützung sagen Sie bitte Mitarbeiter. Mitarbeiter. Bevor ich Sie gleich weiterverbinde, sagen Sie bitte Ja oder drücken Sie die 1, wenn Sie weitere Hilfe zum gleichen Thema benötigen. Wenn Sie Hilfe zu einem anderen Thema benötigen, sagen Sie mir bitte kurz, worum es geht. Alternative Identitätsbestätigung. Okay, Hilfe zu Ihren Zugangsdaten. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben oder sich nicht in Ihr eBay-Konto einloggen können, können Sie Ihr Passwort ändern. Wählen Sie dazu oben auf der eBay-Startseite Einloggen. Wenn Sie aktuell in Ihrem Konto eingeloggt sind, müssen Sie sich erst ausloggen und dann wieder Einloggen wählen, um die Option Passwort zurücksetzen angezeigt zu bekommen. Sie können Ihr Passwort auch zurücksetzen, indem Sie oben auf der eBay-Startseite Hilfe wählen.
auswählen und dann nach Passwort zurücksetzen suchen. Um diese Informationen erneut zu hören, sagen Sie bitte wiederholen. Wenn Sie alle nötigen Informationen erhalten haben, können Sie jetzt auflegen. Für weitere Unterstützung sagen Sie bitte Mitarbeiter. Mitarbeiter. Bevor ich Sie gleich weiterverbinde, sagen Sie bitte Ja oder drücken Sie die 1, wenn Sie weitere Hilfe zum gleichen Thema benötigen. Wenn Sie Hilfe zu einem anderen Thema benötigen, sagen Sie mir bitte kurz, worum es geht. Ja. Lassen Sie mich einen eBay-Mitarbeiter finden, der Ihnen helfen kann. Dürfen wir Ihren Anruf zur Verbesserung unserer Servicequalität aufzeichnen? Ja. Vielen Dank. Einen Moment bitte. Ich verbinde Sie jetzt mit einem eBay-Mitarbeiter. Oh, hallo. Schön, dass du anrufst. Hier geht's ganz schön ab, denn eBay wird 20 und das feiern wir mit tollen Angeboten und einem großen Gewinnspiel. Darum nur ganz schnell. Happy eBay to you. eBay feiert 20-jährigen Geburtstag. Schau gleich mal bei eBay.de vorbei und finde, was dich happy macht. Ein großes Gewinnspiel und täglich neue, tolle Angebote von deinen Lieblingsmarken warten auf dich. So, jetzt muss ich aber schnell wieder rein. Wir sehen uns dann bei eBay.de. Herzlich willkommen beim eBay-Kundenservice. Andreas König am Apparat. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Schönen guten Tag, Herr König. Mein Name ist Ahmed Yilmaz. Die Identitätsbestätigung sollte schon gelaufen sein. Ihr automatisiertes System hat mich erkannt. Ja, genau. Also ich sehe hier einen Namen Maisflower Yilmaz. Das ist natürlich nicht richtig. Okay. Ich habe ja mein Konto, wo der will gelöscht werden. Nicht von mir. Ich möchte mein altes Konto wieder haben, bitte. Nein, natürlich nicht. Ich habe das auch so nicht eingegeben. Alles klar, okay. Aber dieses Konto soll ja eigentlich bestehen. Schon seit 22 Tagen mit Yahoo.de, ne? Meine Güte. Lieber Herr König. Dieses Konto, mein Konto bei eBay, besteht seit 20 Jahren, seitdem Sie Geburtstag haben. Genau, okay. Dann wechsle ich das Konto. Haben Sie einen Nutzername für mich? Selbstverständlich. Mayflower for you. Also Mayflower for you. Also MAY Flower, wie Mayflower Yilmaz, nur Mayflower und dann die 24, dann YOU. Mayflower, nochmal? Die Ziffer 4. Nochmal? Die Ziffer 4. Ja, genau. Und dann YOU. Genau, YOU. Jawohl, Mayflower for you. Genau, Mayflower for you. Ich aber nicht. Ja, das ist ja das Problem. Ich sollte Sie von Ihrem Sicherheitscenter einen Bescheid bekommen. Ja? Ja, warten Sie mal. Ich kann gern mal auch mithelfen, ja? Okay, Moment. Herr Yilmaz. Ja, genau, Yilmaz. Können Sie sich daran erinnern, was in Mayflower for you für eine E-Mail-Adresse drin war? Natürlich, auch Mayflower for you -2000@yahoo.de. Auch schon seit 20 Jahren. Ich habe ja dieses E-Mail-Adresse nur wegen eBay damals eingerichtet. Und ich hatte über 300 Bewertungen, positive Bewertungen. Das kann ja nicht sein, dass es im System verschwunden ist. Das kann auch nicht sein. Das wird auch nicht so sein. Also Mayflower for you. Genau. Also hier ist aber, diese E-Mail-Adresse ist mit 4 und einem U. Genau. Aber ausgesprochen for you. Ich spreche es immer for you aus. 4U, mhm. Genau. -2000@yahoo.de. Ganz kleinen Moment. Lassen Sie mich mal ganz kurz woanders noch suchen. Ach ja. Nein, da gibt's nur diese einen Konto. Okay. Sie haben gesagt, ich gebe mal. Ja, ich gebe Ihnen mal etwas anderes. Affentheater nämlich. Wie bitte? Es gibt ein Problem. Ein Sicherheitsproblem. Ja. Okay, deswegen wollte ich gerade sagen, ich kontaktiere die Kollegen von der Sicherheitsabteilung.
Das wurde schon vor einem Monat gemacht. Warum dieses Konto nicht auffindbar ist? So, ich gebe Ihnen mal eine Fallnummer. Moment, mit Fallnummer kann ich nichts anfangen, aber Moment, wie könnte ich noch Ihr altes Konto finden? Ganz kleinen Moment. Mhm. Es geht um einen Kunden, mit dem ich zuletzt Kontakt hatte. Und dieser Kunde wollte mich betrügen. Hat mich auch betrogen. Und eBay versucht das irgendwie nicht regulär zu klären. Er hat mich unter anderem mit Anal-Tattoo, Hurensohn bezeichnet. Habe ich alles hier in mein eBay-Postfach bei Mayflower4U _2000@yahoo.de. Hm, ja. Mir ist das kein Rätsel. Wie kann es sein, dass so Wörter wie Anal-Tattoo nicht von Ihrem System erkannt werden? Und das sollte ihr können. Dann sind Sie die Sicherheitsabteilung. Nein. Ich bin von Kaufenabteilung, Herr Yilmaz. Okay. Ganz kleinen Moment. Also lassen Sie uns nochmal versuchen mit der Nutzername. Ja. Ist das der Nutzername, den ich hier angezeigt bekomme? So. Also Mayflower. Genau. Und, aha. Mhm. Und das vor war das Konto Mayflower 4U. Also Mayflower, dann die Ziffer 4, dann U. Das war mein richtiges Konto. Und jetzt kann ich nicht mehr zahlen. Ich habe eingekauft, ich kann nicht zahlen. Das gibt nur Probleme, komischerweise. Mayflower 4U? Genau. Das ist mein Konto. Aprilzähler steht hier. Was für ein Fehler? Aprilzähler ist der Kontoinhaber. Aprilfehler? Aprilzähler, genau. Das kann nicht sein. Mit AOL.com ist ein... Nein. Da muss ein... Ja, das, dieser Nutzername ist ja auch ganz, ganz anders. Also Mayflower 4U? Nein, U. Ach. Y-O-U. Y-O-U. Okay, also Y-O-U... Mayflower 4, ich habe das hier, ich habe alle Daten hier. Zahlung und Abwicklung. Mayflower hatte eine Nachricht geschickt. Das ist ja wirklich tatsächlich ein Phänomen. Ganz kleinen Moment. Hm. Also ich kontaktiere jetzt mal hier die Abteilung für Datenmissbrauch. Ganz kleinen Moment, bitte. Danke. Hallo? Hallo? Die Musik ist ausgegangen. Ich werde hoffentlich noch verbunden. Also ich werde mit der Datenmissbrauchsabteilung. Gut.
Hallo. Hallo. Hier bitte, Herr König. Herr Yilmaz, es tut mir leid, die zuständige Fachabteilung antwortet im Moment nicht. Ich werde jetzt hingehen, werde für Sie bei der zuständigen Fachabteilung einen Rückruf anfordern. Die Kollegen werden sich dann bei Ihnen melden, Herr Yilmaz. Ist das okay? Nein, nicht wirklich, weil ich habe einen Einkauf gemacht, ich kann den nicht bezahlen. Das sehe ich auch. Also Sie haben einen Amphi gekauft, ja? Genau, genau. Ein Verstärker Moment. Für 60 Euro. Moment, komm, aber ja. Warum können Sie das nicht bezahlen? Ja, weil die SEPA-Mandatsdaten auch falsch sind. Aber ich habe nicht Mayflower als meinen Namen eingegeben, sondern einfach nur Ahmed Yilmaz. Ich weiß nicht, wieso Ihr System Mayflower übernimmt. Sie können mich auch gerne mit der Sicherheitsabteilung verbinden, weil Ihre eBay.de hat mir versprochen, bei einem bestimmten Fall die Sicherheitsabteilung einzuschalten. Ich habe schon, dieser Fall ist schon, warten Sie mal, von wann ist das her? Vom 20. April, Mitte April. Okay, alles klar. Dann versuche ich nochmal bei der Sicherheitsabteilung. Bleiben Dankeschön. Sie bitte dran, ja? Dankeschön. Ja gut, okay, warten wir mal weiter ab. Hallo? 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 Na gut, warten wir noch mal weiter ab. Vielleicht meldet sich ja noch jemand. Wahrscheinlich. Meine Sicherheitsabteilung muss ja aktiv sein. Irgendwie schon. Ah, wie lange haben wir das schon auch? Wie lange telefonieren wir denn schon? Mal gucken kurz. 16, 17 Minuten lang. Ja, bitte. Tut mir leid, aber die Kollegen antworten auch nicht. Hm. Ich bin aber während der Wartezeit hingegangen, habe für Sie tatsächlich einen Rückruf angefordert bei der Sicherheitsabteilung. Okay. Wissen Sie, irgendwas muss gemacht werden. Der Affe mit der Waffe, der Affe mit der Waffe, dieser Verkäufer wollte mir einen Verstärker verkaufen vor Mitte April. Ich habe ihn erwischt, wie er betrogen hat. Er ist noch aktiv, während mein Konto geschlossen wird. Mein Name ist unmännlich, ich per PayPal nicht bezahlen kann, etc., etc., Herr König. Das haben Sie vollkommen recht, Herr Yilmaz. Also ich unterstütze Sie gerne dabei. Wie gesagt, ich habe für Sie bei der Sicherheitsabteilung einen Rückruf angefordert. Die Kollegen. Ja, wann kann ich denn damit rechnen? 13 Minuten Wartezeit steht hier. Okay, gut, danke Ihnen vielmals, Herr König. Okay, alles Einen klar. Einen schönen Tag noch, tschüss. Ja, tschüss.
Warten wir mal 3-4 Minuten. Tabak çıkardı. Ach ja, mein Gott, schwierig.
Drei, vier Minuten schon, denkst du? Braucht aber lang. Oder? Findet ihr nicht? Warte mal weiter ab. Gucken, wie lange das noch geht. Mal gucken, wie lange das noch geht. Na gut, holen wir mal weiter ab. Das keine. Ja, genau. Der Herr König wollte die Sicherheitsabteilung einschalten. Sie sind von der Sicherheitsabteilung? Ja. Gut. Ihr Name war? Susanne Kreuz. Frau Kreuz.
Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Worum geht es denn? Also wie kann ich Ihnen helfen? Also es geht um einen speziellen Fall. Der muss ja in Ihrem System noch drin sein. In meinem System ist er noch drin. Und zwar SR Hashtag 16415085 7634. Was ist denn mit den ganzen Sachen? Ja, es geht um den User Affe mit der Waffe, der mir einen Verstärker verkaufen wollte, einen betrügerischen Verstärker, den ich ja nicht erhalten habe. Ja. Und ich habe ja ebay.de eingeschaltet, ebay.com eingeschaltet. Ja. Man sagt mir ja, irgendwo gibt es in den Mails auch, das System könnte, er hat mich mit Anal-Tattoo, ne, haben wir alles im System. Ja, ich habe ja kein Konto vor mir, ne? Deswegen. Wollen wir nochmal eine Identitätsbestätigung machen? Sagen Sie mir einmal bitte Ihren Nutzernamen. Also, mein richtiger alter Nutzernamen, den ich seit 20 Jahren habe, bedeutet MAYFLOWER, Mayflower. Mhm. Dann for you, 4, die Ziffer 4, dann YOU. Das ist mein altes Konto und das möchte ich wieder reaktiviert haben eigentlich. Weil da habe ich über 300 positive Werte. Ja, also Ihr alter Nutzername ist Mayflower und dann 4 und dann ein U? Nein, U. YOU. Ah, YOU, okay. Hm. Mayflower und dann das englische U. Hm. Ich hatte schon mal Frau Jana Schulte, eBay-Kundenservice. Ich habe hier zum Beispiel... Ich rufe mir mal eben das Konto auf, damit ich mir auch einmal kurz das Ganze hier anschauen kann, was hier genau gelaufen ist. Weil mit Mayflower U finde ich nämlich kein Konto hier. Nein, Sie haben mich immer noch nicht verstanden. Nicht Mayflower U. Ich habe doch gesagt, Mayflower Ziffer 4, dann die Ziffer 4, arabische Ziffer 4, dann YOU. Ja, aber auch mit Mayflower vor U finde ich hier kein Konto. So. Ich lese Ihnen mal das vor. Wie lange will eBay nur noch bei diesem Affentheater noch zuschauen? Ich brauche einmal Ihren Nutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse, damit ich... E-Mail-Adresse kann ich Ihnen auch geben. Mayflower, M-A-Y, und dann die Blume, Flower auf Englisch, Mayflower. Mhm. Dann die Ziffer 4. Mhm. Dann der Buchstabe U. Ja. Dann Unterstrich 2000. Mhm. At yahoo.de. At yahoo.de, perfekt. Das ist die E-Mail-Adresse. Genau. So. Da bin ich jetzt schon seit 20 Jahren Kunde. Da habe ich auf jeden Fall ein Konto gefunden. Perfekt. Dann bräuchte ich nur einmal bitte kurz einen Datenabgleich im Vor- und Zunamen. Und Ihr Geburtstag. Ahmed Yilmaz. Und das Geburtsdatum ist 10.06.1973. Okay, ich habe hier einen anderen Namen drin stehen. Welchen? Ich habe hier Mayflower Yilmaz drin stehen. Nein, das habe ich nicht so nicht eingegeben. Das ist ja seit 20 Jahren, heißt ich Ahmed Yilmaz, bürgerlich. Ja, aber wie gesagt, hier als registrierter Name steht halt Mayflower Yilmaz. Nein, das kann nicht sein. Unter dieser E-Mail-Adresse bin ich seit 20 Jahren aktiv. Gucken Sie mal, der Affe mit der Waffe. Unter dieser E-Mail-Adresse finde ich hier ein Konto mit Mayflowers unterstrich Yilmaz als Nutzer. Genau, das wurde geändert, weil mein Konto geschlossen werden soll. Also das Konto, was ich jetzt mit dieser E-Mail-Adresse vor mir liegen habe, existiert erst seit 22 Tagen. Genau, darum geht es mir nur, Frau. Nur darum geht es mir. Ich bin nicht seit 22 Tagen Kunde bei Ihnen. Ich bin seit 20 Jahren bei Ihnen Kunde. Aber mit dieser E-Mail-Adresse gibt es halt nur dieses Konto. Ich weiß. Was mit meinem alten Konto? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich sehe kein altes Konto. Ich sehe mit der E-Mail-Adresse... Gut, okay. Dann sende ich das weiter zu eBay.com. Ich mache Spoof-Nachrichten an eBay.com. Dann müsste das eBay.com regeln. Weil eBay.de scheint das ja nicht irgendwie im System zu haben, komischerweise. Aber ich kann beweisen, dass seit 20 Jahren... Ja, aber wie gesagt, mit der E-Mail-Adresse... Nein, da muss jemand Ihr System gehackt haben. Da hat niemand unser System. Doch. Okay. Sie behaupten also fest, und wie war Ihr Name? Susanne Kreuz. Frau Susanne Kreuz. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass mein Konto erst seit 22 Tagen aktiv ist. Aber mit dieser E-Mail-Adresse habe ich nicht mein Konto. Nein.
Okay, wenn Sie der Meinung sind, okay. Wie gesagt, ich finde hier nur ein Konto mit dieser E-Mail-Adresse, die Sie mir gerade durchgegeben haben, was mit myflower-yilmaz heißt als Nutzername, was seit dem 8.8.2020 hier in diesem Konto drin ist. Okay, dann nehme ich mal Appealing Unpaid Item Strikes and Suspensions, SR-Nummer. Eine SR-Nummer, klar, können Sie mir geben. SR, Hashtag, 1, minus, 25, 66, 344, 38, 366. 366? Ja. Ich such mal eben. So. Dieser Mensch hat mich mit Hurensohn bezeichnet. Er wollte mir ein Anal-Tattoo verpassen gerne. Es geht um den Denon 4500H. Wenn ich diese SR, die Sie mir gerade durchgegeben haben, SR 1-256. Nur einen Augenblick. 1-25, ja. 66. Ja. 344. Ja. 38. Ja. 36. 38, 366, genau. 366 am Ende, richtig? Wenn ich die bei mir im System suche, finde ich diese hier auch nicht. Komisch. Gucken Sie mal, ich habe einen Montag, 20. April 2020, 14.12 Uhr. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung von Jana Schulte, Kundenservice. Habe ich. Ich bin doch vor dem Computer. Das sind offizielle Nachrichten von eBay.de. Und am 8. August habe ich auch schon mal Ihre... Nein, am 8. August die E-Mail habe ich genommen. Am 8. August die E-Mail habe ich hier gerade vor mir liegen. Ja. Man hat mir schon damals versprochen, dass die Sicherheitsabteilung einzuschalten. Also Ihre Abteilung. Werde ich den Verkauf bekommen und aufhören, zu unterlassen. Dann würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie die Zahlungen vorgenommen haben, Ihrem Verkäufer eine Kopie Ihrer Zahlung zu senden, damit der Bescheid weiß, welche Zahlung von Ihnen kommt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Mit freundlichen Grüßen, Jana Schulte. Genau, dann haben Sie geschrieben, warum wird mein Konto geschlossen, welches seit 20 Jahren hege und pflege. Und der affinitierte Waffe ist immer noch bei Ihnen aktiv. Das war am 20. April. Und ich sage Ihnen nochmal jetzt eine andere Nummer, ja? Ja. Und zwar, ich muss kurz in mein System rein, bitte einen Augenblick Geduld. Ich muss bei Affentheater rein, Ordner. So, der letzte Kontakt mit eBay war am 8. August. Genau. Ich soll nicht mehr eBay kommen, bis man sich meldet. Jetzt sind schon 3 Wochen um. Und ich merke, dieser Mensch, der Affe mit der Waffe, ist immer noch aktiv. Während mein Konto geschlossen wurde, nicht mehr im System auffindbar ist und ich Mayflower Yilmaz heiße, ich nicht ins System komme, etc. etc. Genau, Sie hatten hier mit dem Konto einen Fall offen, so wie ich das... Genau, sehe, ne? Dieser Mensch hat 16 Minuten, habe ich das bei eBay.de gemeldet. Er hat zeitbedingt gemacht. Und ich habe einen Monat lang mit ihm kommuniziert. Einen Monat lang. Ich habe immer gedacht, eBay ist auf meiner Seite. Aber ich habe mich irgendwie geirrt, glaube ich. Vielleicht irre ich mich auch nicht. Sie können mir bessere Informationen nennen. Das sollte angezeigt werden und eBay.de, eBay.com wollte mit mir zusammenarbeiten. Und vor 3 Wochen hieß es, wie gesagt, das Sicherheitscenter wird sich bei Ihnen melden. Meldet sich aber keiner. Ich werde als Hurensohn bezeichnet. Als Hurensohn. Ich muss mir das einmal hier kurz angucken. Ja, bitte. Haben Sie mein Mayflower for You Account endlich gefunden? Ich habe hier ein Konto gefunden mit diesem Mayflower for You. _2000@yahoo.de. Genau, seit 20 Jahren beherrscht dies. Ne? Gucken Sie erstmal diesen Fall ganz genau an, Frau eBay-Mitarbeiterin, Sicherheitsmitarbeiterin. Genau, wir sind aus der Fremdzugriffabteilung. Die Sicherheitsabteilung ist die Fremdzugriffabteilung für Hacker. Wir sind bei der Hackerabteilung? Mhm. Gut. Ich bin kein Hacker. Außer neurolinguistisches Programmieren. Genau. Und dann wurde noch geschrieben, was ich jetzt hier auch noch bitte teilen Sie uns mit, welches Konto geschlossen wurde, welchen Namen Sie darin verwendet haben und welche Art der Betrug. Genau, habe ich alles gemacht. Habe ich alles gemacht. Genau, die Nachricht, ich
Zum Beispiel eBay Feedback habe ich. Wie bewerten Sie Ihre Erfahrung? Hallo Mayflower for you. Wir möchten gerne eine. Ich klicke das mal nochmal an. Dann sehen Sie das vielleicht im System. So, na, sieht man nicht, komischerweise. Na gut. Wollen wir mal erstmal 3 Sterne geben. So, ich bin jetzt in Ihrem System drin. eBay. Ja, ich sehe nicht. Ne? Also wenn Sie da jetzt... Aber Sie haben zumindest meine Adresse Deutsch, mache ich mal kurz. So, Sie haben die Umfrage bereits abgeschlossen oder die Sitzung ist abgelaufen. Na gut, okay. Aber dieses eBay kommt mir echt schon seit 20 Jahren und ich hatte über 300 positive Bewertungen. Aber mit der E-Mail-Adresse, die Sie mir gerade durchgegeben haben, ist das Konto erst seit dem 8.8.2020 aktiv. Nein, ich sage Ihnen ganz genau, ich habe das so. Ich gehe mal bei PayPal rein. Da kann ich Ihnen ganz genau sehen. Ich habe alle PayPal. Ja, aber PayPal ist nicht eBay, ne? Ich weiß, aber früher war das über eBay. Ich kann natürlich, so, ich kann Ihnen sagen, ich habe damals ein eBay-Konto eröffnet und irgendwann mal ein PayPal-Konto eröffnet. Und ich kann beweisen, ich habe tausend... PayPal-Konto... Nein, es geht nicht um das PayPal-Konto. Ein PayPal-Konto ist aber auch nicht das gleiche wie ein eBay-Konto. Ich weiß, wir arbeiten nur mit PayPal zusammen. Mit PayPal und wir sind keine zusammenhängende Firma. Gut, dann gehe ich nochmal bei eBay rein. eBay. So, wie viel? Mal gucken, das System ladet gerade. Hatten Sie vielleicht auch mal eine andere E-Mail-Adresse? Nein, niemals. Niemals. Also wie gesagt, mit dieser E-Mail-Adresse... Zum Beispiel 24.12.2019. So, habe ich ein HDMI-Kabel bei Ihnen gekauft, unter diesem Namen. Bei Lichtquelle habe ich am 15.01.2019 etwas gekauft. Dann habe ich über eine aktuelle Ersatzfernbedienung am 31.2018. Dann gehen wir mal weiter zurück. Ich nenne Ihnen mal die Daten. Ich kann das alles beweisen. Irgendwer muss... Artikelnummer. Artikelnummer zum Beispiel. Hoover Breeze. Möchten Sie eine Artikelnummer von 2018? Ja, Hoover Breeze. Hoover Breeze Echo. Hoover Breeze Echo. Ne? So, Artikelnummer. So, ich gehe mal kurz rein. Mein System braucht auch etwas Zeit. Willkommen zurück, Mayflower for you. Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns eingekauft haben. So, Artikelnummer 2924 85 99 18 17. Kaufpreis 64,99. Guck mal, ob ich den Artikel, Sie haben gesagt, der ist von 2018, ne? Genau. Ich guck mal, ob ich den Artikel noch überhaupt im System. Also in meinem System ist er drin. Sollte auch in Ihrem, naja, egal. Ja, wenn Sie, nicht... Ich kann Ihnen andere Artikelnummern nennen, gerne. Wie gesagt, ich gucke mir das... Ja, entschuldigen Sie. Auch einen alles Moment. Gut. Ja, alles gut. So. Die Artikelnummer finde ich hier. Da ist er, Hoover Breeze. Genau, Beweis genug. Mayflower for you, eingekauft. Ja, also, ich habe jetzt den Artikel gefunden. Ich muss jetzt hier, ne, kleine Sekunde. Der Artikel wurde auch schon von mehreren Leuten gekauft, ne? Ich muss jetzt erstmal gucken. So. Ich gehe mal auch bei eBay nochmal rein. Ich guck mal, wie weit das zurückgeht. Muss ich hier einmal kurz schauen, ob ich... Also ich bin schon bei 2012. Wo gucken Sie denn gerade, in Ihrem eBay-Konto oder in Ihrem E-Mail-Konto? Natürlich auf meinem E-Mail-Konto. Da habe ich alles gespeichert, seit 2020. Ja, seit 2000, denke ich mal. Ich muss nochmal zurückgehen. So, lädt bei mir noch. Ich bin bei 2012 angelangt. Aber das ist die Mayflower for you _2000@yahoo.de. Genau. Ich glaube, wir müssen eBay.com einschalten. Oder die Polizei. Kripo, beziehungsweise Kripo. Also wie gesagt, ich finde das sehr merkwürdig, ne, dass Sie sagen, die Artikel...
Artikel. Ne? Ich glaube Ihnen auf jeden Fall. Ich finde das halt nur sehr merkwürdig, dass das Konto dann hier seit dem 8.8.2020 mit dieser E-Mail-Adresse. Ja, ja, ja. Seit wann? Ne, seit dem 8.8.2020, weil die Sache ist, eBay-Konto kann man ja immer nur mit einer E-Mail-Adresse. Ich weiß. Ja, ich nenne Ihnen mal andere. Lichtquelle-321@web.de. Gewonnene eBay-Aktion. Ich nenne ihn auch mal gucken Sie mal, afterby.de, wo ist mein, da muss doch irgendwie Ahmed Yilmaz an mayflowerforyou-2000@yahoo.de. Artikel Nummer dies und das. So, und ich kann noch weiter zurückgehen. Warum sind meine Daten nicht mehr bei Ihnen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wie gesagt, das Konto mit dieser E-Mail-Adresse, das gibt es hier erst seit 2020. Tja. Dann verbinden Sie sich doch mal mit eBay.com, bitte, Sicherheitsabteilung. Die müssen ja Bescheid wissen. Kann sie nicht mit eBay.com verbinden. Ich werde Spoof machen weiterhin. Ich muss eine Kripo einschalten. Oder Polizei, Anzeige gegen eBay machen. Weil ich kann beweisen, durchaus, dass ich seit 2000... Weil ich habe... Mayflower for You war damals besetzt, dieses bei Yahoo.de. Und ich musste einen Unterstrich 2000 anhängen. Ich habe das in der Türkei gemacht. Und seitdem habe ich hier... Nach Metro oder Mayflower? Mayflower. Wie Mayflower Yilmaz, nur Mayflower. Wie das Schiff. Mal gucken, wie weit ich noch zurückgehen kann. Also wie gesagt, ne, das Konto, was jetzt mit dieser E-Mail-Adresse besetzt ist, das gibt es erst. Gut, okay. Ich habe ein... da Sie aufzeichnen dürfen, zeichne ich hier auch immer auf, da es um einen Betrugsfall geht. So, dieses Gespräch wurde aufgezeichnet von mir. Ob Sie das wünschen oder nicht, ist mir egal, weil es um meine Rechte geht. Und ich bin von der offenen Gesellschaft Wir. Wirtschaft, Interessen, Recht. So, ich werde betrogen von eBay.de. Von eBay.de höchstpersönlich, so habe ich das Gefühl. Ich werde als Hurensohn bezeichnet bei eBay.de. eBay.de schaut zu. eBay kann einfache Analtattoo oder Hurensohn nicht aus dem System filtern. Warum nicht? Warum sollten Sie Hurensohn aus dem System filtern? Also nee, beziehungsweise die Nutzer schreiben Ihnen das ja. Natürlich, aber Sie haben doch Filter. Und erzählen Sie mir nicht, Sie haben keine Filter. Ich bin Systemkritiker und Analytiker. Okay. Und So, ich bin bei 2012 angelangt. Gehen wir nochmal weiter runter? Das geht immer weiter. Ja, Herr Yilmaz, Sie sind aber gerade auch in Ihrer E-Mail-Adresse. Ihr Konto. Ja. Mein Konto ist seit 2000 bei Ihnen angemeldet. Herr Yilmaz, ich kann Ihnen nichts anderes sagen, als dass diese E-Mail-Adresse... So, gut, gehen wir mal zurück zu dem SR-Fall, Hashtag. Affen mit der Waffe. Affentheater. Herr Yilmaz. Ja.Ich kann Ihnen nichts weiteres sagen, außer dass dieses Konto mit dieser E-Mail-Adresse erst seit dem 8.8. So, gut, okay. Existiert. Okay, akzeptieren wir mal so. Eine andere E-Mail-Adresse. So, aber ich muss ja irgendwie zahlen und ich möchte diesen Verstärker haben, den ich gekauft habe bei Ihnen. Ich komme nicht in Ihr System rein. Gucken Sie mal, ich kann durchaus auch in Ihr System Mayflower... Ich war ja doch vorgestern noch bei Mayflower for You drin. War ich auch. Komischerweise ist... Na gut, okay. Mal gucken wir nochmal nach. So. Also ich habe hier auf diesem Konto habe ich auch einen Kauf vom 29.08. Und zwar ein Auna Digital Sound Karaoke Abliefbilder. Ja, und ich kann das weder bezahlen, noch komme ich in mein Konto rein. Dann, wenn Sie nicht in Ihr Konto reinkommen, dann mache ich das Ganze so. Dann würde ich Ihnen einmal so ein Passwort-Vergessen-Link zukommen lassen auf die... Hab ich schon gemacht, gestern Adresse. Wieder mal. Gestern habe ich das auch schon gemacht. Wissen Sie, gestern habe ich Passwort vergessen oder heute Nacht, warten Sie mal. 2:12 Uhr, Sie haben Ihr Passwort zurückgesetzt. Genau, dann müssen Sie sich, wenn Sie sich mit der E-Mail-Adresse und diesem Passwort einloggen, dann kommen Sie auch in Ihr Konto rein. Ja, aber der Name steht ja falsch, da steht Mayflower Yilmaz. Das stimmt ja nicht. So wurde das Konto mit diesem... Nein, ich habe Ahmed Yilmaz eingegeben. Am 8.8.2020 um 12.13 Uhr nachts. Geöffnet. Ja, weil ich das Konto ummelden musste bei Ihnen. Nicht, weil ich das erst erneut gemacht habe. Gut, wir kommen nicht weiter. Also wie gesagt, das ist alles, was ich
Und sogar das Sicherheitscenter, IBD, kann mir nicht helfen, komischerweise. Ich bin der bessere Datenexperte, scheint es so hier. Ich werde zur Polizei gehen. Sowohl Affe mit der Waffe anzeigen, sowohl IBDE anzeigen. Und ich werde mir jetzt ab sofort IB.com einschalten, ja? Okay. Okay. Ihr Name war? Susanne Kroll. Frau Susanne, ich bedanke mich für Ihre Hilfe. Oder auch, ja, ja. Wir kommen ja nicht weiter. Einen schönen Tag noch. Gerne, wünsche ich noch. Dieses Gespräch wurde aufgezeichnet von der WIR. Okay. Sie müssen dann aber auch einmal auflegen, ja? Das dürfen Sie auch. Ich darf nicht auflegen. Können Sie einmal nicht auflegen? Warum nicht? Können Sie einmal bitte auflegen? Warum nicht? Sonst lege ich jetzt auf. Legen Sie bitte auf. Okay. Danke. Aufnahme beendet. Alles gut, hier muss.